Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Herrengedecke von Audio 88 und Yesin in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album, zu Vinyl und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die Herrengedecke von Audio 88 und Yesin. Das Ganze nicht als Box, sondern als Vinyl Edition erschienen. Und bevor wir das Ganze aus der Folie befreien, haben wir hier noch einen Sticker, der uns Aufschluss darüber gibt, was sich in der Box befindet. Und zwar lesen wir hier: Audio 88 und Yesin, die Herrengedecke. Zwei Herrengedeck bitte. Nochmal zwei Herrengedeck bitte. Alles überarbeitet, neu abgemischt, gemastert und gestaltet. Plus das gleiche wie immer bitte, die Remix-CD. Posterbooklet mit intimen Fotos und Liner Notes. Und Downloadcode für alle drei Alben. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze jetzt mal aus dem Plastik befreien. Am besten hier oben. Zwischen den beiden Vinyls. So, und dann haben wir das Ganze hier vor uns liegen. Also, das Cover ist so eine Holzmaserung, sieht aus wie eine Tischplatte, wie so ein Holztisch. Und hier lesen wir Normale Musik, Audio 88 und Yesin NM, also das Logo von Normale Musik, die Herrengedecke. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Erinnert ein bisschen an so einen Bierdeckel, Glasuntersetzer, wie man sie ganz normal in der Kneipe im Wirtshaus bekommt. Auf der linken Seite lesen wir die Herrengedecke. So sieht das Ganze aus. Dann NM, normale Musik. Sonst nichts zu sehen. Und natürlich hier die zwei Vinyls zum Rausziehen. Wir drehen das Ganze mal kurz um. Also, hier haben wir stehen nochmal zwei Herrengedeck bitte und zwei Herrengedeck bitte. Und auf der Rückseite haben wir so einen Rechnungsblock, so Zettelchen, wo aufgeschrieben ist, was die beiden konsumiert haben. 34,20 Euro macht das. Und dann haben wir hier noch ein leeres Bierglas, das auf diesem Untersetzer, auf diesem Bierdeckel steht. Credits, Barcode. Jo, dann würde ich sagen, wir kommen zum Inhalt. Und zwar machen wir das Ganze mal auf. So, sieht das Ganze von innen aus, also weiß gehalten. Und als erstes kommt uns entgegen diese CD, das gleiche wie immer bitte, Audio 88 und Yesin NM. Das Ganze so in dunkelblau bzw. gold gehalten. Auf der Rückseite haben wir die Tracks, 18 Stück an der Zahl. Das sind natürlich alles Remix von bestehenden Tracks. Das gleiche wie immer bitte. So sieht das Ganze aus. Das gleiche wie immer bitte, die CD. Auch wieder sehr stark, also erinnert sehr stark wieder an diese Bierdeckel-Optik. Und das Ganze in einer Papphülle. Und dann haben wir natürlich noch die Vinyls. Wir haben hier eine Vinyl und die zweite Vinyl. Wir beginnen natürlich, wie es in der Chronologie richtig ist, mit dem ersten Album. Zwei Herrengedeck bitte, das Ganze aus dem Jahr 2009. So hat das damals ausgesehen, das Cover. Also wir haben hier nicht wirklich eine Aufschrift auf dem Cover, sondern hier auf der Bierflasche verrät es uns den Albumtitel Zwei Herrengedeck bitte und hier noch die Interpreten in dieser Schleife Audio 88 und Yesin. Normal gebraut. So sieht das aus. Auf der Rückseite haben wir die Tracks, 13 Stück an der Zahl, 4 auf der A-Seite, 3 auf der B-Seite, 3 auf der C-Seite, 3 auf der D-Seite. Und hier hinten sehen wir noch einen, mehr oder weniger Tresen soll das wohl darstellen. Sieht aus wie CDs, dann haben wir hier oben jede Menge, man kann das sehen, hier jede Menge Biergläser stehen auf dieser Tisch,
auf dieser Tischkante, sage ich schon, auf dieser Regalkante. Und von innen sieht das so aus. Auch wieder hier eine Tischplatte mit diversem Inhalt, der darauf steht. Die Vinyl Nummer 1 sieht so aus. Wir haben hier einen umgekippten Sessel, also dürfte einer zu tief ins Glas gesehen haben. Mit Jacke noch dran. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also die Tracks, die wir hier finden. Dann schauen wir mal die Vinyl an. Wenn sie rauskommt. Also, wir haben hier, man kann das lesen, zwei Herrengedeck bitte. A, das ist eine Kugelschreiberoptik, das A. Und dann natürlich auf der Rückseite die B-Seite, zwei Herrengedeck bitte. Gefällt mir gut, auch dass sich diese Kneipenoptik, dieses Wirtshaus-Design da so durchzieht, die ganze Zeit mit Biergläsern und mit den Untersetzern. Hat auf jeden Fall was. Und dann haben wir noch die zweite Vinyl. Und hier sehen wir Jessin, wie er gerade einen Schnaps trinkt, wie er gerade einen kurzen trinkt. Also das ist ja ein Heringedeck, Bier und kurzer. Auf der anderen Seite haben wir hier wieder die Rückseite dieses Kneipentresens. Die C-Seite und natürlich auch noch die D-Seite. So sieht das Ganze aus. Also die Vinyl ist jetzt nicht speziell eingefärbt, sondern klassisch in Schwarz gehalten. Wir werden diese natürlich wieder reingeben. Einmal und zweimal. So, das war die erste. Und dann haben wir noch die zweite Vinyl. Nochmal zwei Herrengedeck bitte. Das war die Fortsetzung. Diese kam raus im Jahr 2010, also ein Jahr nach dem ersten Teil. Und diese heißt folgerichtig nochmal zwei Herrengedeck bitte. Also mit dem ersten Teil oder mit den ersten Herrengedecken war es nicht genug. Wir haben auch hier natürlich wieder eine Flasche abgebildet. Und auf der Rückseite die Tracks. A-Seite, B-Seite, C-Seite, D-Seite. Und wieder diese Kneipensicht, dieser Tresen. Hier haben wir den guten Audio 88, ebenfalls beim Leeren eines kurzen. Rückseite sieht so aus, also auch wieder alle Tracks abgebildet. Und die Vinyl sieht dann so aus. Audio 88 und Jessin, nochmal zwei Herrengedeck bitte. Das ist in diesem Fall nicht mit Kuli, sondern hier sieht man es Seite A. Und dann hier Seite B. Und dann haben wir natürlich noch die zweite bzw. die vierte Vinyl. Hier ebenfalls wieder ein Herr, der einen kurzen leert. Ich muss ehrlich sagen, dass ich diesen Mann nicht zuordnen kann. Und auch hier wieder der Hübchen Tresen. Und dann haben wir hier, na, falsch rum, die C-Seite und hier die D-Seite. Also, auch diese beiden Vinyls klassisch in Schwarz gehalten. Und das war ja noch nicht alles, denn in den Vinyls, zwischen den beiden Vinyls besser gesagt, war ja noch so ein Einleger, der uns ja auf dem Sticker bereits angekündigt wurde, mit intimen Fotos und Einblicken.
Und diesen haben wir hier. Also, so sieht das Ganze aus. Und das Ganze dann, ups, wie ein Poster hier aufzuklappen oder ein Vinyl-Booklet. Hier haben wir jede Menge Text. Hier steht zum Beispiel ein langer Widmungstext zum, ja, unser erstes gemeinsames Album Zwei Herren gedeckt, bitte. Könnt ihr euch natürlich das Video hier kurz anhalten und das Ganze in Ruhe und im Detail durchlesen. Dann haben wir hier einfach jede Menge Fotos, die es wahrscheinlich sonst noch nicht zu sehen gab, von Audio 88 und Yesin. Jede Menge Inhalt, jede Menge Text. Dann hier die beiden Interpreten noch abgebildet in der Kneipe am Tresen. Und so sehen die Vor- bzw. die Rückseite aus. Also einmal hier nochmal zu sehen. Nochmal Zwei Herren gedeckt, bitte. Und einmal Zwei Herren gedeckt, bitte. Ja, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition von Zwei oder Die Herren gedeckt befindet. Wir haben einmal das Album Zwei Herren gedeckt, bitte, in der Doppelvinyl. Dann haben wir das Album nochmal Zwei Herren gedeckt, bitte, in der Doppelvinyl. Das Remix-Album oder das Album, das gleiche wie immer, bitte, auf CD in einer Papphülle. Und dann noch dieser Einleger, dieses Vinyl-Booklet mit den Aufzeichnungen, mit den Fotos und den Texten, die den Alben gewidmet sind. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl-Edition von Die Herrengedecke von Audio 88 und Yesin. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl Edition? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Audio 88 und Yesin unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao. Was mir erst jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, dass in dieser Vinylhülle noch ein Downloadcode drin war. Und zwar dieser hier. Bedeutet, ihr habt, wenn ihr diese Vinyl Edition kauft, natürlich auch noch den Downloadcode, den ihr hier einlösen könnt, um das Ganze, was ihr hier auf den Vinyls vorfindet, auch nochmal digital als MP3s runterzuladen. Ihr könnt meinen Downloadcode gerne verwenden. Ich habe keine Verwendung für den. Wenn ihr möchtet, dann ja, gönnt euch den.